Hallo Howie, Servus, hier ist der Indoranger. Das hier soll meine Videoantwort für dein 199 Abonnenten-Giveaway sein. Ich habe gerade eben nachgeschaut, sind jetzt gerade 331 Abonnenten. Glückwunsch. In deiner Challenge oder als Aufgabe für dein Giveaway hast du uns gefragt, was sind so die Flops, was wir für unser Buschgrafen oder Wandern oder Geocaching oder Geocaching heißt es, so gekauft haben. Bei mir ist es dieses Teil hier. So, was ist denn das jetzt? In Lippenstift, in Teleskop, ein Laser Pointer. Nee, das ist ein Feuerstahl. Als vor circa einem oder vor anderthalb Jahren auf YouTube diese Fire Steels wieder gehypt wurden, waren neben den Light My Fire und sonstigen Sachen auch dieser Aurora Feuerstahl mit dabei. So quasi die elegante Lösung für einen Feuerstahl. Dass dieser Feuerstahl nicht oxidiert, ist das alles hier in so einer Aluhülle, die schön verschraubbar ist, mit dabei. Und hat hier auch den eigenen Anreißer unten an der Tülle oder an der Hülle mit dabei. Aber ja, wie soll ich sagen, das Ding funktioniert halt nicht so wie gewünscht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier Funken mit rauskriege. Also hier ist der Anreißer, der soll quasi hier entlang geführt werden im rechten Winkel. Und dann sollen hier so ein bisschen, ja, Funken entstehen. Aber wie gesagt, tut halt nichts. Also du kannst hier nichts ja, zielsicher anzünden, was eigentlich mit dem ja, anderen Feuerstahl. Ich habe jetzt hier zum Beispiel hier diesen Light My Fire, den Scout, das ist mein erster. Dementsprechend sieht er auch aus. Also ich habe den über die ganzen Seiten gezogen und hat jetzt nur noch Zahnstochergröße. Bei so einem Light My Fire mache ich halt geschwind so. Und fertig ist der Lack. Aber bei dem hier, erstens mal ist die wahrscheinlich das Gemenge der seltenen Erden und des Magnesiums nicht gut gewählt oder die Komposition nicht gut gewählt. Also das Ding ist für mich nutzlos. Einzige, was ihr machen könnt, dass ihr ein anderer Schaber benutze oder aber mir ist das eigentlich zu schade zum Mitnehmen und war eigentlich so gut gedacht für den vornehmen Buschgrafter. Teuer war es auch noch. Also das hier ist mein, ja, wie soll ich sagen, Fehlkauf. Andere Fehlkäufe habe ich zwar auch, aber ja, ich möchte halt den hier jetzt präsentieren. Das handelt sich hier um diesen, ja, ich glaube sogar graviert, was es ist. Also es handelt sich hier um diesen Fire Steel. Okay, Howie, das war's. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Kanal. Hast ja einen vielseitigen über Malerei, DIY, ja, Bushcrafting ist alles mit dabei. Okay. Noch viel Erfolg auf YouTube und wir sehen uns auf YouTube, Howie. Es grüßt der Indoranger.